Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Mittelerde Mord aus Schatten mit unserem neuen Skin hier. Mal sehen, ob das hier die letzte Folge ist. Kann gut sein, wir wissen es noch nicht. Aber sieht alles danach aus. Vielleicht aber auch nicht, keine Ahnung. Der Bossfight nähert sich auf jeden Fall, der Endbossfight. Wir haben die Saurons Armee hier eingenommen. Die dienen uns alle. Die Oberchefs hier. Wir haben schon die Hand. Und jetzt geht's weiter. Vorher wollen wir natürlich noch gucken, wir haben hier einiges abgesahnt, was wir noch hier so mitnehmen können. Wir haben bisher 18% mehr Schaden, 20% Chance mit Schulterschutzdurchschuss 10-fachen Schaden zu verursachen. Verlängert die Trefferserie zurückgesetzt wird, stellt bei Hinrichtung 10 Gesundheit wieder her. Also alles gut hier. Das hier ist vielleicht noch mit den Waffen verursachten Schaden bei Angriff von hinten. Das ist vielleicht eher noch was man austauschen kann. Schauen wir mal, was wir noch so bekommen haben. Episch gar nichts mehr. Doch die hier. Anmut der Elben. Chance von 50%, gegnerische Nahkampfschaden um 50% zu reduzieren. Ach, die Effekte von Anmut der Elben stapelt sich nicht. Na, gegnerische Nahkampfschaden um 50% zu reduzieren. Das klingt dann mal gut. Was haben wir denn noch alternativ bekommen? Chance 30% kritischen Treffer 5 Millionen zu erhalten. Nein. Erhöht den durch Waffen verursachten Schaden auf den. Nein. Erhöht den durch Waffen verursachten Schaden. Nein. Nein, das brauchen wir alles nicht. Okay, Schwert ist gut. Wie sieht's aus bei dem Bogen? Hier haben wir das bekommen. Reduziert den Fokusverbrauch um 50%. Die Aufsteigerrunen stapeln sich nicht. Chance von 3-4 mit tödlichen Kopftreffer um seine Flucht zu schlagen. Stellen wir 40% Fokus wieder her. Chance von 40% bei einem tödlichen Kopftreffer 10 Gesundheit zu ignorieren. Chance von 7% bei einem Angriff mit dem. Das ist alles nicht so wirklich toll, ne? Das hier ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Aber davon können wir jetzt nur eine nehmen, oder was? 380 kostet es. Na komm. Gönnen wir uns mal noch eine Rune auf dem Bogen. Und packen das da rein. Die Frage, ob das jetzt hier beim Schwert immer noch. Ja, okay. So, wie sieht's hier aus beim Dolch? Tötung eines Hauptmanns oder Häuptlings stellt Fokus und Fortschritt. Das ist super geil. Stellt eine Schleichtötung 17. Das ist alles gut. Bei Schleichtötung heilen. Was haben wir denn noch so bekommen? Wir haben ja auch eine Aufsteigerrune. Immun gegen Gift. Nee, das brauchen wir nicht. Ich glaube nicht, dass jetzt hier am Ende noch irgendwie Gift auf uns wartet. Aber ich sehe gerade, da geht es noch weiter nach unten. Ne, hier nicht. Okay. Ja gut, das sind unsere Skills. Im Prinzip haben wir hier alles uns angeguckt. Wieso wird hier immer noch was angezeigt? Verstehe ich gar nicht. Okay, wir müssen uns das mal alle mal angucken, ne? Haben wir uns hier alles angeguckt? Haben wir auch. So, Appendices, das sind die schönen Sachen hier, die wir alle bekommen haben. Artefakte, hier sind noch Story und Geschichte über die ganzen Viecher hier. Kriegt man alles noch dazu, Charaktere. Kann man sich alles durchlesen, also mit der Story wirklich, wirklich. Aber das muss man ja auch in so einem Spiel, da muss man ja wirklich in der Story. Ist das Italien? Nee. Überlieferung. Da muss man ja hier auch Wert drauf legen bei Herr der Ringe. Das wäre ja nichts, wenn man so ein Spiel macht ohne Story. Okay, eigentlich sind wir durch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach da vorne und starten die vielleicht letzte Mission. Ich weiß es nicht. Du bist nach nun zurückgekehrt, um festzustellen, dass die Schwarze Hand bereits vor dir da.
Gollum rettet wieder die Welt. Arnas Dubatuluk, Arnas Gimbatul, Arnas Trakatuluk, Arbursum Ishikrimbatul. Lassen wir ihn nicht weiter warten. Eine geile Action hier. Wir ziehen auf dem Karagor gegen Sauron. Komm her, Sohn. Ich habe etwas für dich. Vom besten Schmied. Vater, ist das für mich? Jeder Waldläufer hat seine eigene Klinge. Gib stets darauf Acht. Sie muss wie ein dritter Arm für dich sein. Ich werde es nie aus der Hand geben. Spannung steigt. Was uns da jetzt erwartet? Sauron persönlich? Man weiß es nicht. Ich bin gekommen, Herr der Geschenke! Ja, unsere Armee steht hier bereit. Spüre die wahre Macht des Grabwandlers! Spät, Waldläufer. Barad-dûr wurde neu errichtet. Der Schicksalsberg speit Feuer. Die Menschheit wird fallen und Sauron über alles herrschen. Kämpft, Leute. Sauron stärker jeden Tag alle Uruks töten. Nix können den ganzen Satz reden. Ja.
Wenn Sauron dich erwischt, wirst du darum flehen, einfach ins Feuer des Schicksalsbergs geworfen zu werden. Ah, da sitzt er hier. Komm nochmal. Gift. Shit. So, der ist schon mal down. Fünfte Hand ist down. Von unseren Leuten. Ich will das da aufsammeln. Will. Zweite Kralle, der Mann. Was eine Schlacht, ey. Leute, bin ich mir nochmal hier. Ich hab mich jetzt mal einsammeln. Nein! Meine Leute gehen hier drauf. Muss schneller sein. Muss aufhören mit dem Einsammeln. Ordentlich looten hier. Das wird so enden, wie es begann. Mit Schatten und Flammen, die auf das schwarze Tor fallen. Der Hammer und der Turm sind tot. Sauron ist noch immer schwach. Ohne die Macht des einen Rings oder der des Ringmachers kann er keine Gestalt annehmen. Er bleibt in Mordor gefangen. Dort ist er nicht mehr als ein flammendes Auge, gebunden an seinen dunklen Turm. Und endlich kann ich sterben. Niemand wird mich rächen. Ich hatte echt krasse Hauptmänner am Start, hier Rittlinge. Die waren ja sowas von overpowered. Auf zum Tor. Meine Augen sind wie deine. Kann man nicht klettern? Nun, da kannst du aber hochklettern. Weiter geht's.
habe ein Geschenk für dich, Celebrimbor. Grausames Schicksal. Der dunkle Herrscher gab dir eine zweite Chance, um an seiner Seite zu stehen. Nun bleibt dir keine Wahl. Wir werden im Tod vereinigt sein. So soll es sein. Kehre zurück zu mir, Ringschmied! Draufhauen. Talion, mein Liebst, wir werden bald zusammen sein. Für immer. Die schwarze Hand Saurons ist tot. Die Ufer dieser Welt rufen uns. Dies ist nicht länger unsere Schlacht. Ich wollte ihn bekämpfen. Es ist nicht möglich. Kannst du wirklich ewig mit dem Wissen ruhen, dass du ihn hättest aufhalten können, aber es nicht getan hast? Zeit ist reif für einen neuen Ring. Eieiei, die Zeit ist reif für einen neuen Ring. Und das ist das Finale, das Ende von Mittelerde, Mord aus Schatten. Was für ein absolut geiles Game. Ich würde 10 von 10 Punkten geben hier. Unglaublich storygeil, landschaftgeil, gameplaygeil, Steuerung. Die Dynamik der Welt ist unglaublich gelungen, Story-Elemente waren vorhanden, sowohl Hauptstory als auch nebenher. Die ganze Geschichte mit den Häuptlingen und Hauptmännern auch richtig gelungen, hat alles gepasst. Eine runde Sache,
abwechslungsreiche Story-Missionen, optionale Stories. Richtig, richtig geil. Hat übelst Fun gemacht, das Game mit euch zu zocken. Leute, vielen Dank nochmal hier Abschluss für die ganzen Kommentare, für die Likes, für das Teilen auf Facebook, auf Twitter, wo auch immer. Darüber freue ich mich immer ganz besonders stark. Und ja, was ein geiles Game. Hat Spaß gemacht, Leute. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das jetzt waren, die wir hier miteinander in dem Game hier zusammen verbracht haben. Ich werde jetzt an der Stelle Mittelerde erstmal zur Seite legen. Ansonsten, ich habe ja auch momentan ziemlich viele andere Projekte laufen. Call of Duty, Assassin's Creed wird jetzt auch kommen. Wahrscheinlich, wenn die Folge läuft, ist es schon draußen. Ich weiß gar nicht genau, wie das vom Timing her passt. Ansonsten habe ich ja auch noch hier bei Mittelerde einige Sondermissionen. Man kann auch noch Zusatzsachen da spielen, irgendwelche Erfolge sammeln. Muss man mal gucken, was sich da anbietet. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr Bock habt auf sowas. Vielleicht nochmal so eine kleine Retro-Action bei Mittelerde Morderschatten. Wäre auch eine Idee. Herausforderungsmodi oder sowas. Da gibt es ja noch ein paar Dinge. Mal gucken. Wir haben ja auch noch ganz viele Waffenherausforderungen gar nicht gemacht. Also das Spiel ist ja längst nicht zu 100% erledigt, aber die Story ist halt somit durch. Und wie dem auch sei, hat mich gefreut. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr das mögt, was ihr gesehen habt, empfehlt das euren Freunden weiter. Wenn ihr es nicht mögt, euren Feinden. Wie auch immer, ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Lasst euch jetzt noch mit den Credits alleine. Mal schauen, vielleicht kommt da noch was. Keine Ahnung. Ansonsten wünsche ich euch noch bis demnächst. Ciao.